Und wir sind wieder auf Sendung. Habe ich eigentlich Geheimratsecken bekommen? Sind größer geworden, oder? Bisschen schon, ja. Aber die Locken verzeihen viel. Weißt du, wieso Männer erst da eine Glatze bekommen und dann da? Das hat mir mal eine Mutter von einem Kumpel erzählt früher. Da war ich noch ganz klein. Weil die Frauen bei den Männern erst Hirn klopfen im Bett beim Sex und sagen, nicht so schnell, nicht so schnell. Und später hier und sagen, schneller, schneller. Ja, das ist so die weibliche Perspektive. Lass uns über was wirklich Wichtiges reden an dieser Stelle. Das Wetter. Vincent, wie schaut's denn aus? Es wird heute ziemlich neblig in Deutschland. Ganz viel Nebel. Es wird ganz viel Nebel geben und es wird neblig. Ganz nebelig. Wenn ihr wisst, was ich meine. Puh. Also, seine Spermien würde ich auch gerne mal unter dem Mikroskop beobachten. Da geht was. Hazel Brugger und Thomas Pietzel aber schon. In einer Welt, wo alles genau so ist, wie man sich das vorstellt. Zieh doch so ein weißes Top an, das gefällt den Leuten, dann kommen deine Brüste ein bisschen mehr zur Geltung. Wo Unterhaltung von Leuten gesteuert wird, die weder witzig aussehen, noch witzig sind. Ah, das ist überhaupt gar kein Problem. Das lösen wir alles im Schnitt. Wir schneiden das einfach komplett raus. Eine Welt, in der Diversität nur toleriert wird, um Ideenlosigkeit zu verschleiern. Ich hätte gern noch eine schwarze Lesbe. Ansonsten tut's auch eine normale Lesbe. Sorgt eine starke Frau für unnötig blutige Gerechtigkeit. Wenn's eine Sache gibt, auf die sich alle freuen, dann ist das eine Mixed Show. Du willst eine Mixed Show? Kein Problem. Ah! Könnten wir bitte noch eine Durchlaufprobe machen? Der Durchlauf von diesem Baby braucht keine Probe. Ich will eine hohe Quote. Und ich will eine hohe Tote. Diesen Sommer wird ausgeschaltet. Tötet alle Redakteure. Irgendwas mit Faisal Kawusi. Wie hast du denn die Mats geschnitten? Der einzige gute Gag, der fehlt. Der einzige gute Gag war mit Scheißen und du hast damals gesagt, du willst nicht diese Gags mit Scheißen. Wann habe ich das gesagt? Ich finde Scheißen immer gut. Die folgende Person ist bekannt dafür, dass sie nicht weiß, wie man Goethe richtig schreibt. Bitte eskalieren Sie für Elias Mbarek. Ja, Elias, hallo. Hallo. Wofür steht das Apostroph in Mbarek? Mbarek, das steht für Bar. Dieses Sixpack, von dem alle immer sprechen, ist das viel Arbeit oder ist das einfach so da? Naja, schon. Also ich habe auch ein Fitnessstudio in meiner Wohnung. Das heißt, ich kann eigentlich jederzeit irgendwie Klimmzüge und Sit-Ups machen und ein bisschen Boxen mache ich auch jetzt. Okay, cool. Na. Ich hätte jetzt bei dir mehr so an Karate gedacht. Warum? Was hältst du von Sexismus? Es ist nicht so gut. Denkst du dir manchmal, du hast zu wenig Rechte? Ja, ich hätte nämlich gerne alle Rechte, die man haben kann. Was ist dein Lieblingskörperteil? Mein Brusthaar. Dein Brusthaar? Mhm. Was sagst du zu Männern, die kein Brusthaar haben? Fickt euch. Deutsches Entertainment kann besser? Nichts. Matthias Schweighöfer ist der schönste Mann auf der Welt. Sag mal was auf Türkisch. Ksupaka yaro, nanda omae. Omae nanda omae. Temera. Temera. Was? Vielen Dank. Ein großer Mann in einem kleinen Körper. Du darfst jetzt gehen. Was passiert jetzt eigentlich? Jetzt kommt noch der Maniac. Jesus
Suppen, ja, halt gibt's es auch. Bald gibt's nur noch ein Gemüseart. Vom Biomarkt voller Glyphosat. Ich werd langsam zu einem Psychopath. Sogar im Bier ist schon drin. Machen die Gesetze wirklich einen Sinn? Die Pharmaindustrie macht Riesengewinn. Die Chemie, die ist in unserer Pisse schon drin. Jetzt ist das Reinheitsgebot auf dem gleichen Niveau wie die Scheiße im Klo. Ich bin ein Bayer und so, doch ich scheiß auf Monsanto und Bayer und Co. Rapper feiern Kokainer, aber peinlich, dass die gleichen Dorfverdiener die Hürden ist. Okay, das reicht. Okay, es reicht. Das kann man ja mit in der Sendung haben. Super. So. Okay, es reicht. Mega geht. Gut. Sieht ja was gut aus. Hey, so Burger. Hallo, ich bin ein echter Humorprofessor. Wie hat dir die Folge als Konsument gefallen? Schreib in die Kommentare. Ich würde mich sehr über Feedback freuen.